Hallo und herzlich willkommen, ich bin Slowaka. Weiter geht's mit den Bsadi. Und wir schauen auf einen Planeten, der heißt, ob ihr es glaubt oder nicht, Poeuter 4. Das ist die Hauptstadt. Poeuter 4. Der Ikazuri Trade Union. So, und der Grund, warum wir da drauf schauen, ist, dass ich jetzt beschlossen habe, dass wir uns nochmal diplomatisch erweitern müssen. Wir werden also tatsächlich, auch wenn unser Wachstum hier, die Kohäsion in unserer Föderation läuft sehr, sehr langsam. Wir kriegen da momentan wirklich nicht sehr viel pro Runde. Das sind 10 Punkte jedes Mal monatlich. Wir haben eine Kohäsion von plus 10. Das scheint aber gar nicht mehr zu gehen. Insofern können wir hier auch locker einen rausnehmen. Wir haben hier zwei Gesandte und deswegen würde ich jetzt einen Gesandten zur Ikazuri Trade Union schicken, nach Poeuter, und hier die Beziehung mal verbessern. Gent Noschek, Fähigkeitsstufe 1, Fähigkeitsstufe 1, naja, ist also egal. Da schicken wir einen rüber und dann schauen wir mal, ob wir die vielleicht über kurz oder lang dazu kriegen, in unsere Föderation mit einzusteigen. Momentan, oh, das sieht ganz schlecht aus, weil sie die Track Potions und die Belmakusa nicht mögen. Verstehe. Das wäre ein großartiger Partner. Wie ist es bei der Rontor Galactic denn? Wenn ich mir das jetzt mal anschaue, wo liegt es hier? Auch die haben was gegen die Track Potions. Die Vran Protectors werden sowieso nicht mitmachen. Naja, und die Föderation können wir gar nicht fragen, richtig? Da ist ja... Das macht keinen Sinn. Vasallierung könnten wir verlangen. Nein. Tja. Das ist echt alles ein bisschen ungünstig jetzt, die Föderationsverbindungen. Aber wir verbessern hier trotzdem mal die Beziehungen. Was soll's? Was sollen wir tun? Ansonsten müssen wir in den sauren Apfel beißen und den Krieg doch starten, aber momentan sage ich, dann, also habe ich mich entschieden, das erstmal nicht zu tun. Was wir natürlich machen könnten, ist dann doch nochmal wieder eine Sternbasis hier in Fontral aufzubauen. Ob die stark genug werden kann mit unseren derzeitigen Mitteln, ist nochmal eine Frage, aber vielleicht ist das gar keine so schlechte Idee, oder? Bei den Quenti Star, da müssen wir uns gemeinsam, aber da mache ich mir weniger Sorgen. Da haben wir einfach die Track Potions, die wirklich nicht so toll sind im Übrigen. Da habe ich auch nochmal reingeschaut in deren Flieger. Wenn wir uns die mal anschauen hier, dann ist das hier Klasse 2, Klasse 2, Klasse 3, Klasse 2. Da sind die Belmakusa also dann doch deutlich, deutlich besser. Und sie haben eben auch Schlachtschiffe tatsächlich. Das ist irgendwie ganz cool. Und da gehen wir mal davon aus, was haben sie hier? Eine 11.000er Flotte und da noch eine 8.000er hinterher. Hier nochmal eine 3000er, obwohl, nee, das sind andere, die 3000er, glaube ich. Ja, also 11 und 8000, das ist natürlich schon ordentlich besser als das, was wir momentan haben. Insofern sollten wir uns da wirklich nochmal drum kümmern. So, wir machen, das dauert noch 7, das noch 20 Monate, danach bauen wir weiter. Pause! Ist schon wieder weg. Man muss, wenn man es im Schnellen laufen lässt, dann kriegt man seine eigenen Leute da nicht raus, weil die so schnell weggekauft werden, dass man das einfach nicht schafft. So, wir könnten unser Ding hier aktivieren. Wir brauchen dafür die 150 Einfluss, richtig? Ja. Könnten wir machen, machen wir jetzt noch nicht, aber wir könnten hier tatsächlich so eine Station bauen. Denn ich glaube, dass... macht am ehesten Sinn. Da bauen wir auch eine Sensorstation rein. 200. Erstmal verbessern. Dass wir hier eine Verteidigungsstation bauen. Halt! Ach, jetzt hatte ich den Finger nicht an der Leertaste. Und schon wieder ist er weg. Das ist das Problem beim Schnelllaufen lassen. Ha! Jetzt habe ich aber sehr schnell gestoppt. Jetzt haben wir sie beide. Okay. Alles klar. Dann machen wir das auch. Solange wir die 10.000 nicht brauchen für irgendwelche Terraforming-Geschichten, holen wir uns natürlich unsere Leute. Und ich habe sogar das Gefühl, dass die auf Habsat eigentlich ganz gut gebraucht werden können. Da brauchen wir natürlich noch eine Wohnung. Aber warum sollten wir sie nicht auf Habsat schicken, wo sie dann wo arbeiten würden? Naja, okay. Sie würden dann nur
als Büroangestellte und Bergarbeiter arbeiten. Das macht natürlich nicht so viel Sinn. Momentan zumindest nicht. Wenn wir irgendwo noch Platz in guten Gegenden haben, haben wir da irgendwo noch, aber natürlich die Spezialistenjobs sind natürlich alle belegt hier. Auf Gisch könnten wir noch einen Forscher einsetzen. Ist allerdings auch nur noch eine Wohnung. Hier ist auch noch Platz für einen Forscher. Das ist auch eine angebliche Tech-Welt. Noch nicht so weit, aber warum nicht? Auf Dexalon. Die Waldweltbewohnbarkeit ist bei 85%. Das ist doch schon mal ganz gut. Dann bringen wir den einmal nach Dexalon. Steht übrigens auch hier, das habe ich jetzt erst gesehen, also wie viele Jobs gibt es für Herrscher, die Arbeitslosigkeit und wie viele Wohnungen noch zur Verfügung stehen. Also einer auf Dexalon rüber und Aiplade vielleicht. Ich gucke trotzdem immer gerne, was es da so zu tun gibt gerade. Aiplade, leider haben wir nirgendwo was, wo wir jetzt wirklich ein neues Gebäude kriegen würden. Aber auf Aiplade würden wir nochmal einen Techniker rankriegen oder vielleicht einen Büroangestellten mit Handelswert. Das ist doch auch gar nicht so schlecht. Dann holen wir uns den zweiten für das Aiplade-System. Dann haben wir 2000 ausgegeben dafür, aber... Und da ist der nächste. Da war ich schon wieder zu langsam. Sklaven sind hochbegehrt offensichtlich. Halt! Jetzt ist aber was los hier. Wer holt denn gerade unsere ganzen Leute hier raus? Und wollen wir wirklich jetzt 3000 Energiecredits dafür ausgeben? So langsam wird es ein bisschen heftig. Auf Teneca. Da müssen wir was bauen offensichtlich, denn wir haben einen arbeitslosen Menschen hier. Aber wir würden dann ein Gebäude bauen können. Wir haben hier eine Industriewelt und hier ist auch die Roboterfabrik. Achso, deswegen haben wir auch hier nicht so Probleme, ne? Weil wir hier ordentlich Roboter basteln die ganze Zeit. Da können wir auch mal welche von in die Welt schicken, glaube ich. Zum Beispiel könnten wir mal auf Kormat haben wir doch... Wenn wir da mal die Techniker da rausnehmen, können die auch normal machen. Hier haben wir nochmal... Techniker für Energie auf Sintinaska. Da könnte eigentlich mal ein Roboter rüber. Da sind erst 3 Leute. Da schicken wir mal einen Roboter rüber. Wie heißt es jetzt hier? Sintinaska. Von Toropia. Quatsch, von Teneca. Bitte einmal umsiedeln. Einen arbeitslosen Roboter haben wir sogar. Den bitte nach Sintinaska. So, der dann da Techniker wird. Wunderbar. Und dann haben wir jetzt noch einen Bsadi hier. Den können wir in Kormat, kommt jetzt gleich, ist gleich die... Ah, das sind die Verwaltungsanlagen. 3 Wohnungen, nur noch ein Job. Aber wir wollten ja eh die Bergbaugeschichte hier ausbauen. Dann machen wir das. Und bringen den hier dazu, dann hat er entweder die Chance, das zu machen oder in den Verwaltungsanlagen zu arbeiten dann gleich, was er wahrscheinlich ja machen wird. Also gut, bauen wir hier einen Bergbaudistrikt und bringen den Sklaven nach Kormat. Wo ist Kormat? Hier ist Kormat, auf die Waldwelt. 1000. So, jetzt haben wir aber echt genug. Jetzt den nächsten Sklaven, der jetzt schon wieder da ist. Ist tatsächlich schon wieder einer. Wo holt ihr denn unsere Sklaven alle her? Ich meine, sie bringen uns ja auch was, ne? Vielleicht sollten wir jetzt hier mal einfach ausgeben und ausgeben. Wir können ja auch noch was verkaufen sonst. Wir machen einfach weiter. Wir kaufen die jetzt alle weg. Hier auf Sintinaska würden wir jetzt sogar den 5. kriegen. Da müssen wir aber dringend mal Wohnungen bauen. Fangen wir damit an, mit einem Stadtdistrikt hier. Und bringen da noch einen Bsadi hin auf Sklave Sintinaska. Und da kaufen wir den hin. Und das heißt, wir haben hier ein Gebäude frei.
Hier haben wir jetzt gar nicht so viel Zeug. Wir haben hier irgendwas. Ein boomender interdimensionaler Handel. Ach so, ja, wegen den Spiegelbildern da auf der anderen Seite. Wegen unserer geilen... wegen diesem Portal, was da ist, das 24 Physikforschung erstellt. Das ist natürlich nicht schlecht, wenn wir es dann auch noch verbessern hier mit der Forschung. Vielleicht. Stauberntefallen, Wirtschaftszonen könnte natürlich auch nochmal Energie bringen. Das alles geht noch nicht. Ach, da brauchen wir einen planetaren Außenposten. Da müssen wir auch nochmal schauen, ob wir nicht jetzt irgendwo eine Zehner, eine Gruppe haben mit planetaren... gleich nochmal drauf gucken. Einmal Verwaltung wäre irgendwo auch nochmal ganz gut. Einigkeit, Sozialforschung. Oder wollen wir hier noch einmal Robotermontage bauen? Hier passen nicht so viele Leute drauf, aber wir können die ja hinschicken, wo wir sie brauchen, die Jungs. Würde 5 Energieunterhalt und 2 Legierungen kosten. Legierungsgießereien brauchen wir auch noch mehr. Komm. Einmal Robotermontage und den Stadtdistrikt. Und dann kommt, ne? Robotermontage, Stadtdistrikt und dann kommt ihr. Nee, das haben wir, dich haben wir schon eingeschickt. Genau. Okay, weiter geht's. Sklaven über Sklaven. Kommt schon wieder einer. Was soll denn das jetzt? Also jetzt wirklich, jetzt langsam wird's aber abgefahren hier. Jetzt habe ich tatsächlich genau in der Sekunde gedrückt, aber es hat trotzdem nicht geklappt. Verflixt. Also vielleicht ja auch ganz gut. Wisst ihr, was wir noch machen? Wir bringen jetzt tatsächlich mal unsere Artefakte. Entweder zum mysteriösen oder wollen wir mal die militärische Anwendung. Wir haben 16. Wir können alles einmal machen, theoretisch. Die Vielfalt feiern. Einigkeit erlangen ist natürlich auch schön. 500 Energiecredits ist blöd. Komm, wir machen mal die militärische Anwendung und schauen mal, was da passiert. Auf welchen Aspekt sollten wir uns konzentrieren? Kampfdrogen, Moralarmee. Ach, für 60 Monate ist das dann nur beschränkt. Schaden der Schilde plus 10%, aber auch nur für 60 Monate. Oder Schwachpunktanalyse. Nee, vergesst es bitte. Dann hätte ich gerne einmal die mysteriösen Technologien. Die Artefakte, die wir untersuchen, haben zwar keinen sofortigen Durchbruch gebracht, beschleunigen jedoch die Forschung in allen Bereichen. Plus 10% für 60 Monate. Naja, okay. Das ist jetzt nicht so geil. Reichsausbreitung sind wir jetzt noch knapp 50 drunter. Das können wir auch nochmal machen, dass wir das endlich mal auf gerade auskriegen. Durastahl Panzerung Klasse 4. Das ist erstmal cool. Die Gamma-Laser sind da in 12 Monaten. Wir könnten einen Mineralverarbeitungshub machen. Das ist eigentlich auch eine Uralttechnologie, wo die Bergarbeiter nochmal deutlich mehr rausholen, mit Staubfallen allerdings. Oder wollen wir uns mal tatsächlich, naja, die Railgun wäre auch cool. Railgun oder Träger? Ich habe ehrlich gesagt noch bei keiner Nation Punktverteidigungsanlagen gesehen. Deswegen mache ich jetzt mal die Trägergeschwader. Und dann schauen wir mal, ob wir damit vielleicht sogar mal jemanden überraschen können. Also sicherlich nicht mit den Klasse 1 Trägern, aber auf Dauer müsste das ja trotzdem ein bisschen cooler werden. Ach, die Reavers kommen schon wieder. Hilfe, Achtung, Dwamak. Unsere Krieger gelangweilt und verursachen viel Ärger. Viel Kampf miteinander, viele tot, aber wir haben Lösung. Wir schicken unsere verrücktesten Krieger im Austausch für Credits, um für Dwamak zu kämpfen. Wenn ihr beste Söldner in Galaxis wollt, beeilen, bevor zu spät. Okay, das ist gut zu wissen. Moment, die Dwamak. Jetzt muss ich nochmal gucken, welche das nochmal waren. Das sind nicht die Vran-Protektoren. Wo sind denn die jetzt nochmal? Dwamak, Dwamak. Sehe ich die gar nicht. Welche waren das?
Verflixt nochmal. Die Reavers. Sind die hier mit drin? Waren es jetzt die Mythfell? Die waren es doch nicht, oder? Nee, die Mythfell waren es eben nicht. Jetzt müssen wir mal gucken auf andere. Moment, mach mal den anderen Kram hier weg. So, jetzt sind es doch keine anderen. Was sind denn das sonst? Hä? Willst du mich verarschen? Hä? Hä? Kein Spieler und andere. So, so macht man's. So, Mythfell war es nicht. Was haben wir noch? Rakudon. Die waren es doch auch nicht. Wie doof. Mehr haben wir gar nicht. Na gut, vielleicht haben wir sie gerade erst getroffen. Solange sie nicht bei uns sind, alles gut. Ansonsten geben wir ihnen Auftrag. Und schon wieder Sklave. Aber jetzt sind es andere. Die lassen wir mal. Und was ist jetzt? Die Senatssitzung. Oh, wir sind die Einzigen, die das ablehnen. Wir sind voll dafür. Wir sind alle bei euch. Geringfügige Forschungsnationen finde ich in Ordnung. Will mich da nicht alleine gegenstellen. So, na gut. Oh, echt. Diese Sklaven auf einmal, die hier überall jetzt in der Gegend rum. Haben wir denn so eine krasse Piraterie oder wo holen die die her? Wir haben hier 0,64, 0,1, 0,86. Das ist doch alles echt in Ordnung, was hier an Piraterie abgeht. Warum habt ihr eigentlich so eine Probleme, diesen kleinen Planeten hier einzunehmen, liebe Leute? Wir sind ja gemeinsam im Krieg eigentlich schon seit Jahrzehnten, gefühlten Jahrzehnten. Warum ist denn das so schlimm hier? Das kann doch nicht so schwer sein. Ach, ihr kommt hier wieder nicht durch. Ja, liebe Leute, das ist natürlich auch echt blöd. Wollen wir den Quentis da mal den Krieg erklären? Das wäre im Übrigen sowieso, ne? Also wir haben jetzt wahnsinnig viel Einfluss ausgegeben, um hier unten das hier alles zu beanspruchen. Das ist ja auch schön und gut, aber die andere Möglichkeit wäre natürlich, mit den Quentis da in den Krieg zu gehen, weil die sind alleine, glaube ich. Sie sind feindlich alleine. Ich kann ja mal kurz gucken. Na, sie wären mit den Lutzavata zusammen unterwegs. Das sind die hier. Aber das wäre eine Sache, die könnte man gewinnen. Sie sind uns bloß eben überlegen. Und ich weiß nicht, ob das heißt, dass diese 7-3er eine kleinere von ihnen ist. Weil der hat ja eben, wie gesagt, eine 12er und eine 8-3er. Und da steht auch nur überlegen. Bei den Belmarcosa steht nur überlegen. Flottenstärke ist überlegen. Und hier steht es auch so. Genauso. Flottenstärke überlegen. Es ist ein bisschen vage. Haben wir hier schon das Ding gebaut? Nein, dauert immer noch. Oh, 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 das Gespenst ist da. Ein unidentifiziertes Objekt auf direktem Kollisionskurs mit Huntur. Ist das das Gleiche? Oh ja. Interessant. Das Gespenst. Unsere Sensoren haben ein Spektralwesen entdeckt. Es scheint von System zu ziehen und alle Materie um es herum willkürlich zu vernichten. Anfängliche Beobachtungen legen nahe, dass es aufgrund seiner Zusammensetzung und Lichtmanipulation nur sehr schwer zu beschießen ist. Dennoch, wenn wir bei der Erkundung der Galaxie eines gelernt haben, dann dass selbst das Licht gebogen und gebrochen werden kann. Wir müssen nur herausfinden, wie. Egal ob mit Vernunft oder mit roher Gewalt, es muss möglich sein. Liebe Leute, es kann natürlich jetzt gut sein. Wir sind im Jahr 2300 angekommen und wenn ich mich nicht täusche, ist das der Start des Midgames. Ach du Scheiße, das ist ja wirklich direkt bei uns. Jetzt ziehen wir unsere Flotten zurück. So, unsere Armee brauchen wir eigentlich auch gerade nicht. Die kann sich mal wieder auf Reagbsatfa. Sieht momentan nicht danach aus, als ob wir jetzt hier direkt rumkommen. Aber das ist natürlich ein fieser Spectre. Blaues Gespenst, Spectre. Wartet mal kurz, ich rede mal kurz mit denen. Da gab es doch die Leute. Die Kuratoren.
ihr uns da vielleicht was drüber erzählt, uns über das, über den Gespenst. Spektralgeister sind verstörende Kreaturen, wenn sie überhaupt Kreaturen sind. Wir betrachten sie als seltene und außergewöhnlich effiziente Naturkatastrophen. Okay, was wisst ihr über diese Katastrophen? Sie scheinen Lichtillusionen zu sein. Wenn man ihnen aber zu nahe kommt, wird einem schnell klar, dass sie alles andere als illusorisch sind. Paradoxerweise liegt der Schlüssel zu ihrer Vernichtung genau in dieser Erscheinungsform. Ihre Verwandtschaft zum Lichtspektrum ist zwar ihre Stärke, doch sie nimmt ab, wenn sie sich einer Lichtquelle mit ähnlicher Frequenz nähert. Passt gut auf die Farbe des jeweiligen Gespensts auf. Okay, rot, gelb, blau. Können ja schon einmal fragen, wie sich unsere Flotte schlagen würde. Ich würde entschieden davon abraten. Na super. Entschieden davon abraten ist natürlich schon mal ganz furchtbar. Und wir haben hier ein blaues offensichtlich, richtig? Ein blaues Gespenst. Auf 650 Terahertz schlägt dieses blaue Gespenst. Und wir sind nicht stark genug, um das Ding irgendwie wegzukriegen. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Erzähl mir nochmal über das blaue Gespenst, bitte. Blaue Gespenster haben eine Frequenz von 650 Terahertz. Ihr Licht ist mit dem von Klasse A-Sternen und Klasse B-Sternen synchronisiert. Ihre Fähigkeit, konventionellen Waffen auszuweichen, ist in Systemen mit blauen Riesen reduziert. Also, Klasse A-Sterne, blaue Riesen. Hier haben wir einen Klasse F-Stern. Der wird jetzt hier einfach durchfliegen, ja? Muss der denn in meine Richtung fliegen oder kann er nicht dahin? Guck mal, da ist auch blau. Klasse A und Klasse F, das sieht alles jetzt hier nicht so aus wie Klasse A und Klasse F, ehrlich gesagt. Das ist ein Klasse G-Stern, das ist auch ein roter hier. Klasse M-Stern. Oh Gott. Der nächste blaue könnte Poboma sein. Nee, das ist auch Klasse F. Sutma. Klasse W. Klasse F. Wo haben wir denn Klasse A-Stern verflixt? Klasse G Superriese. Das ist auch Klasse F. Hier vielleicht. Das ist ein Pulsar. Was soll das heißen, dass wir jetzt keine Chance haben, oder was soll das heißen? Also, liebe Leute, wir müssen unsere Schiffswerften wieder anschmeißen. In 8 Monaten haben wir Gamma-Laser. Aber komm, wir fangen schon mal an. Ach, ja je, schon wieder so ein Ärger hier. Erstmal Durastahl-Panzerungsplatten. Ach so, nee, wir machen das jetzt nicht. Wir bauen jetzt eine... Wir bauen mal Kreuzer, glaube ich. Tja, minus Schild und minus Panzerung, da ist es das andersrum. Also insofern können wir die doch wieder beide eigentlich bauen. Vielleicht könnten wir uns aber auch mit den Plasma-Beschleunigern einen Bonus tun, wobei das ist kein Schildschaden. Was hat denn der Geist nur? Oh Gott. Komm, wir lassen es mal bei diesen starken Dingern. Nur die werden wir jetzt hier aufrüsten. Aufrüsten im Sinne von denen das bisschen Panzerung geben. Und dann werden wir erstmal anfangen, die Dinger auch zu bauen. Auf Isviria. 1-2 erstmal. Dann werden wir erstmal keine anderen Sachen machen, um die Mineralien wieder so hoch zu kriegen, dass wir unser Relikt anschmeißen können. Und auf Kormat gibt es was? Arbeitslose Bevölkerung. Es ist aber genug Arbeit da. Alles klar. Erstmal alles in Ordnung. Wir haben keine weiteren exotischen Gase oder Kristalle mehr. Auf Habsat haben wir gleich das Forschungsinstitut fertig. 97, 98. Das würde mich interessieren. 99. Vielleicht macht er das noch direkt vorher. Dann gucke ich jetzt einmal. 430, 320, 300. Jetzt hat er es gebaut. 450, 340, 300, also fast 20 drauf bei allen. Was sollen wir denn jetzt machen? Was machen wir nur mit dem? Zerstört er jetzt hier alles bei uns?
Research complete. So, die Trägergeschwader haben wir gemacht. Wir können die Zerstörer, Bergbaustationen. Dann nehme ich jetzt vielleicht auch nochmal was Billiges. Nochmal die Bergbaustationen vielleicht sogar. Das sollte richtig viel zusätzliche Mineralien geben. Oder das, damit wir endlich mal mit unseren Schiffen nochmal eine Klasse weiterkommen. Ja, komm. Achso, wir wollten uns das mal angucken, was hier passiert. Was machst du? Wirst du jetzt einfach hier unsere Stationen zerstören? Wahrscheinlich schon, ne? Panzerung liegt bei 88. Trefferpunkte können wir nicht sehen, wie viele er hat. Ein blauer Geist fliegt hier mal so vorbei. Fliegt er vorbei? Ja, er fliegt vorbei. Aber er kommt direkt ins... Er kommt direkt ins Guhue-System jetzt. Keiner weiß so genau, wo er am Ende hin will. So, auf Fontral, hier unten. Zur Verteidigung gegen die Sintomoroi haben wir jetzt erstmal überhaupt mal eine Station gebaut. Und bringt uns da im Übrigen noch irgendwas, was wir hier, da wären drei Handels, hier wären zwei Handelsdinger. Auf Kormassa haben wir wie viel? Drei Handelsknoten haben wir auf Kormassa. 1, 2, 3, das geht also schon bis hier. Lassen wir die dreimal aus Frontal und bauen das lieber direkt aus. Beziehungsweise wir bauen mal direkt einen Horchposten, glaube ich. Ja, bauen mal einen Horchposten und verbessern das auch für 500. Wir haben unser Relikt eigentlich wieder startbereit. So, unsere Wahl. Okay. Also, wer regiert gerade? Peblin Aidenmost regiert. Der bringt uns Unterhalt, Schiffe und Armee minus 5 und 10 und die Kosten für viele Dinge runter. Ist das unser Meister hier gerade? Peblin Aidenmost, Tatsache. So, das ist natürlich wieder ungünstig, weil das heißt, Marktgebühr, Handelswert wird verbessert. Der Unterhalt der Schiffe ist natürlich nicht unerheblich hier für die Kosten, sobald wir die wieder losschicken. Aber es gibt noch weitere Leute. Baukosten für Korvetten, Waffenschaden, Armeeschaden, Stabilität, Baukosten Zerstörer, Stabilität und monatliche Einigkeit. Okay, wir müssen uns ohnehin enthalten. Ich würde jetzt auch keine 200 Einfluss... Ach nee, wir könnten theoretisch das machen. Aber nur wegen dem Unterhalt. Ich würde mich mal enthalten und freue mich auf neue Kunde, wen die Leute gewählt haben. Glim Imarten. Xenophob. Das ist ja furchtbar. Nationale Reinheit. Scheiße. Monatlicher Einfluss wird größer, aber unsere Gesinnungsattraktivität geht gegen in Richtung Xenophob. Das ist natürlich eigentlich nicht das, was wir wollen. Monatliche Einigkeit wird verstärkt und die Stabilität wird verstärkt. Das ist in Ordnung. Allerdings nur mit harter Hand hier. Ach, das geht doch wieder. Da kommen die Alten wieder an die Macht. Nur weil hier auf Teneca oder wo war es? Ah, jetzt habe ich es vergessen. Auf Simtinaska. Nee. Ich weiß es nicht mehr. Toropia war es, genau. Weil hier ein wundervoller xenophilischer Mensch groß geworden ist, haben sofort die Altherren wieder ihren alten Herren auf den Thron gesetzt. So, zwei Kreuzer bringen immerhin Tausender. Wir haben nochmal einen Psadi hier. Und es ist schon wieder eine halbe Stunde rum. Liebe Freunde, wir machen weiter. Wir haben jetzt zwei fiese Viecher um uns rum. Einen blauen Geist und einen Drachen. Der Drache bleibt zumindest, wo er ist. Wir müssen uns mal so aufrüsten, dass wir hoffentlich irgendwann dagegen ankommen. Und dann darf der offensichtlich alles zerstören auf dem Weg, weil es gibt hier keine blauen Planeten bei uns. Keine Klasse A und Klasse B Planeten. Hier haben wir vielleicht einen. Nein, auch das ist ein Pulsar-Planet. Liebe Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal und kaufen wieder einen Psadi frei. Wo auch immer die armen Leute gerade die ganze Zeit weggekauft werden. Wahrscheinlich, weil die hier im Krieg sind und nicht vorankommen. Das könnte das Problem sein. Na gut, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.